Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem ja, etwas kleineren Projekt, was ich so nebenbei vielleicht mal ein bisschen spiele mit dem Krimi oder so. Und zwar Battle Royale für Arma 3, ein Mod, wo es einfach darum geht, dass die Spieler einfach mitten auf einer Insel rausgeschmissen werden mit einem Fallschirm. Dann sucht man sich Sachen und schlachtet sich ab. Also so ein typisches, wie heißen die Dinger, Hunger Games oder wie die Dinger heißen? Hungerspiele oder Jägerspiele oder warum immer die Dinger heißen. Ja, das ist bestimmt ganz lustig. Ich habe das jetzt mit Krimi einmal gespielt und bin tierisch schnell abgekackt. Wir werden sehen, wie es jetzt bei der nächsten Runde läuft. Wir haben gar keine Ahnung, was das angeht. Und ich werde jetzt hier wieder den Effekt wieder lauter machen, auch wenn die ganze Zeit irgendwie Scheiß quatschen hier. Passt schon. So, es geht nämlich gleich los. Jemand spielt Musik, das ist auch schön. Oh yeah. So, Krimi, bist du bereit? Ja, natürlich. Wo bist du, Krimi? Ich stehe hier draußen wieder ein bisschen. Ich auch. So, da bist du ja. Wir versuchen, oh mein Gott, das ist laut. Wir versuchen, zusammen zu machen. Ja, wir versuchen irgendwie zu. Oh Mann, ey, die machen so einen Lärm. Das ist ja schlimm. Wir versuchen uns irgendwie zu treffen und dann gemeinsam mal ein bisschen zu kämpfen. Battle Royale, das scheint mir ein Mod zu sein, inspiriert von dem Film Battle Royale, so ein japanischer. Und jetzt geht's auch schon los. Der soll die scheiß Mucke ausmachen. So. So. Jetzt wird's echt interessant. Ja, eine Brille hätte ich mir aufsetzen können. Da hätte man sich vielleicht noch finden können. wo sitzt du nur jetzt? Irgendwie. Ja, guck mal, es gibt zwei Reihen, ne? Ja, welche Reihe bist du? Links oder die rechte? Komm, Flugrichtung. In Flugrichtung rechts. Ich auch. Aber ich sehe dich nicht. Ich bin jetzt ganz unten, ganz rechts, an der Bank rechts, vorletzten Platz. Bist du das da mit der fetten Sonnenbrille? Nee. Ich weiß es nicht. Okay, egal. Auf jeden Fall werden wir gleich rausgeschmissen. Wir sehen uns dann eh nicht. Wir fallen dann eine Weile. Boah, ist der Sound von der Maschine ist ein bisschen lauter. 2, 1. Und jetzt haben wir rausgeschmissen. So, ich fliege runter. Oh mein Gott, alle explodiert. Das Flugzeug explodiert. So, ich falle immer noch. Ich bin recht weit unten. Dann kommen welche zu mir geflogen gerade. Aber es ist echt schwierig, sich hier zu sehen. Ne? Siehst du den hier Radarstation? Oh, rechts? Oh. Ja, genau. Das darf versuchen zu kommen. Okay, ich mach meinen Parachute auf. Oh Gott, ob ich da hinkomme, weiß ich nicht. Wahrscheinlich lande ich ein bisschen eher. Du meinst doch die mit der Kuppel, ne? Da oben mit drauf. Mit der Kuppel, wo zwei Wachtürme sind. Okay, ich guck mal ein bisschen um mich herum. Sehe ich dich irgendwo? Da ist noch jemand unterwegs. Da sind noch zwei unter uns. Da sind drei Stück hinter unterwegs. Das kann gleich ein bisschen lustiger werden. Oh ja, das Gute ist, wir haben... was heißt gut? Das Problem ist... Dass wir, also ich bin der glaube ich, am weitesten dran ist, bin ich. Also der weiteste dran ist? Ja, ich bin sehr weit. Bist du noch? Ich bin fast da. Ich bin gleich auf dem Boden. Da bist du unter, bist du der unterste. Ja, ich lande aber auf so einen scheiß Hügel. Ich sehe. Bisschen zu spät den Parachute aufgemacht. Ich muss bremsen. Oh, nein, ich schaff's nicht. Wieso bremst der nicht? Oh, ich hab's noch knapp geschafft. Wenn man nämlich schneller ist als 20, dann stirbt man. Das ist nicht gut. So, drei Leute sehe ich da. Einer ist jetzt gelandet. Bist du das? Ja, ich bin rechts von dir. Hä? Bist du schon gelandet? Nein, ich bin noch nicht gelandet. Ach, bist du der da oben? Oh Gott, du bist ja jetzt weit weg. Die sind alle schon jetzt drinnen gleich. Okay, das wird eine kurze Runde werden. Weil wir jetzt alle da hinrennen anscheinend und uns dann abknallen. Und das Problem ist, dadurch, dass wir das noch nie gespielt haben, weiß ich jetzt auch gar nicht, wo standardmäßig die Waffen liegen. Scheiße. Oh, komm, schnell rübersteigen. Oh Gott. Ich bin gelandet. Ja, ich bin jetzt schon beim Zaun, aber oh, da ist noch... Wir sind nicht als erstes gestorben, Tenshi. Ja, das ist schon mein Vorteil. Ich heiße ja noch Joe, fällt mir gerade ein, da ist... Oh, da ist einer mit einer Waffe drinne. Scheiße, da ist einer mit einer Waffe. Der ist an diesem Turm drinne. In welchen Turm? Ja, diesen Militärturm, in dem Militärturm. Den großen? Ja. Gibt's da kleinen? Ich sehe bloß den eigentlich großen. Mit einer fetten 3 drauf. Das ist nur doof, weil wenn der jetzt... Ich habe den gerade durchglitschen sehen, wenn der eine Waffe hat und ich fange jetzt an zu laufen, kann das sein, dass er mich sieht. Gibt es da irgendwo ein... Ich versuche jetzt mal hier lang zu kommen. Schnell. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ich bin jetzt drinne. Echt? Wie bist du reingekommen? Ich bin rechts gelandet, da war ein Tor drin. Ich bin jetzt an diesem linken Tower. Oh, ich habe gerade was nachladen hören. Oder war es bloß ein Ast? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich habe doch keine Waffe. So, hier. Ich bin jetzt auf dem Gelände drauf. Scheiße. Da ist ein Typ drinne. Scheiße, ich muss hier weg. Also ich bin jetzt gerade bei der Kuppel direkt, aber ich glaube, hier liegen keine Waffen bei der Kuppel.
Das hinlegen, 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 leg die Scheiße hin! Oh, die Scheiße, leg dich hin, leg dich hin! Na, wo liegen denn hier Waffen überhaupt? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt hier die Kuppel hochgehe, werde ich bestimmt nichts finden. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Vor allem, man ist es auch durch das ganze Old Life gar nicht gewohnt, nur In-Perspektive zu haben. So, da hinten ist das so ein kleiner Turm. Bist du auf dem Gelände sozusagen? Ja, ich bin auf dem Gelände, auf dem kleinen Turm. Ich sehe ja gar nichts da hinten. Oh! Hier wird geschossen! Auf dich? Nee, nee. Aber ich habe Angst, weil ich weiß nicht, ob es hier irgendwo Waffen gibt. Fuck, ey. Vielleicht gibt's ja hier in diesem... Oh, da ist ja dieser Turm. Ey, Waffen finden, ey, so ein Scheiß, ey. Vielleicht ist ja da ist drinne was. Oh mein Gott, Krimi, du wurdest erschossen. Schnell rein hier, schnell rein. Oh, hier ist was drinne. Was ist das? Ich weiß nicht, ich kann es nicht aufheben. Warum kann ich das nicht aufheben? Muss ich Inventar an? Kampfanzug. Ja. Oh, das... Oh, oh, hinter mir ist da jemand. Ah, hinter mir ist jemand! Mann, so eine Scheiße! Ja, und schon haben wir versagt. So, Leute, die nächste Runde beginnt. Wir sitzen im Flugzeug. Oh, hat jemand hier eine Taucherbrille auf? Hab ich eine Taucherbrille auf? Ich weiß nicht. Oh Gott, ist das laut von draußen. Ja, wir sind halt auf dem regulären Server. Hier kann man auch Außenperspektive machen. So, wir werden es sehen. Krimi, wo bist du? Ich bin linke Reihe von Richtung Flugrichtung. Ich auch. Ich hab so ein Cappy auf. Ja. Vor mir der vielleicht? Ich bin so ein blonder Typ. Warte, ich nicke mal. Ich nicke. Ja, nickst du? Ja, ich nicke. Ich nicke auch. Hallo. Yo, yo. Also, wir machen das in 3, 2, 1. So, nach unten gucken. Nach unten gucken. So, ich sehe noch nichts. Oh Gott, wie sie alle rausspringen. Oh Mann, wie die Freaks. Boah. So, was ist denn unter uns? Ich sehe nichts. Da ist die Forschungsstation. Ja, ich habe ihn auch. Oh Scheiße, ich habe Alt. Nein, ich kann mich nicht drehen. Doch, jetzt kann ich mich drehen. So, schnell auf die Forschungsstation drauf zufliegen, wie so ein Vani. Vielleicht sollte ich langsam mal den Fallschirm aufmachen. Hä, was ist denn los? Ach, der... Hä? Oh Gott, irgendwie ein bisschen lecky hier. Wenn ich mir da unten das Disconnect-Zeichen mal anschaue. Aber ich bin unterwegs, ne, zur Forschungsstation. Ja, wo bist du? Bist du der Unterste? Es kann sein, dass ich der Unterste bin. Ich sehe niemanden, der unter mir ist. Ich bin links von dir. Was, links? Da neben mir direkt, oder? Ja, also wenn du der Unterste bist... Unter uns ist noch einer. Zwei sind über uns. Na, ich lande jetzt wieder an dieser gleichen scheiß Kuppel und muss den ganzen Weg latschen, ey. Wie schaffen die das? Da. Ich hätte vielleicht eher starten müssen. Eher mein Fallschirm aufmachen links müssen. Links von uns? Oh, wo wir links zu diesem Haus gehen? Siehst du links das Haus? Ich lande gerade, ich sehe gar kein Haus links irgendwo. Ich bin über dir, wenn du gleich landest, bin ich über dir. Ich bin gerade gelandet, aber ich rutsche gerade einen Berg runter. Jetzt, Alter, oh Scheiße, die landen direkt drauf. Guck mal, das sind Profis, die können direkt drauf landen. Vier Leute, genau. Die direkt drauf landen, wollen wir da wirklich hin? Bist ich bin über dir. Das sind Haufen Leute über mir, Scheiße, die wollen alle hier hin. Wollen wir da wirklich hin? Wo bist? Ich sehe dich nicht, du bist über mir, ich bin schon längst gelandet. Ich bin beim Haus jetzt. Was denn für ein Haus? Hier ist kein Haus. Geh mal den Berg hoch. Ja, das sind vier Leute schon gelandet. Bist du verrückt? Nein. Ich weiß nicht, wo du bist. Wo bist du jetzt gelandet? Na, an diesem scheiß Hügel. Vor dem... Ja, ich auch. Dreh dich mal nach links. Aha. Da ist eine kleine Hütte. Siehst du die nicht? Nein. Ich bin noch nicht mal... ich sehe noch nicht mal das Forschungsgelände. Jetzt sehe ich das Forschungsgelände. Und da sehe ich den riesigen, fetten Turm mit... Raus hier, da ist der richtig große, oh shit, der läuft gerade immer hoch bei dem großen Militärturm. Ja, der klitscht da oben rum. Kannst du vergessen, dass ich da hingehe. Die sind alle schon eher da als ich. Was soll ich denn da jetzt machen? Da kommst du doch nicht mehr rein, kannst du nichts holen. Also ich bin in so einer Hütte links. Moment, ich guck mal. Wo bin ich? Oh, die Kamera ist kacke. Ich habe keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Oh, ich gehe mal Außenperspektive, weil es mich zu sehr wackelt. Nee, da hinten ist noch ein Haus. Ja, genau, da bin ich, da stehe ich vor. So ein Steinhaus. Da war gerade einer bei der Kabelrolle. Ist eine Kabelrolle? Hier ist keine Kabelrolle. Ja, ich glaube, du siehst nicht das Haus, was ich meine. Das ist ein großes Gelände, das ist kein kleines Häuschen, das ist ein großes Gelände mit einem fetten Haus. Ich renne gerade in so eine Straße hoch zu so einem anderen Haus. Toll. Ja. Hier sind keine Häuser, ich weiß gar nicht, wo du bist. Hier ist die, ich sehe gerade die Kuppel, sehe ich. Hier wird schon geschossen. Siehst du das brennende Haus? Nein, hier wird geschossen. Hast du schießen hören? Nein. Was? Wo bist denn du? Du bist ja gar nicht bei der Forschungsstation. Natürlich bin ich bei der Forschung. Die haben da gerade voll geballert gerade.
Ich bin in der Nähe. Bei der Kabeltrommel, da bin ich jetzt, genau. Bei diesem Haus bin ich. Also doch, bei auf dem großen Gelände. Da kommt einer mit einem Fallschirm über dich runter. Stimmt das? Ja, genau. Okay, ich bin, ich komme direkt auf das Haus zu, wo du gerade bist. Zur Kabelrolle. Der Typ landet ja noch. Wenn du was findest, merk dir, wo es ist, dann hol ich mir das auch. Wir müssen echt aufpassen. Forschungsstation bei der Kuppel, da haben sie schon übelst geballert. Du bist ja übelst weit weg von der Forschungsstation gelandet. Ja, ich bewusst, weil ich gesehen habe, was da alles hingegangen ist. Sollten wir es vielleicht immer hier treffen. So, ich bin jetzt hier auf dem Gelände. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner. Ich bin im ersten Haus drin, mach mal so was. Ist da irgendwas? Ja, ich habe eine Pistole. Na, besser als... Guck mal, der Typ, der landet nämlich gleich da oben. Siehst du den? So, ich komme jetzt hier in das Haus rein, nicht erschrecken. Ja, das bist du jetzt, ne? Nehme ich an. Ja, bin ich. Hier, das muss ich schnell aufheben. Ja, hier hinten lag eine Pistole. Ich weiß nicht, ob bei dir auch noch eine ist. Ja, ich habe den Kampfanzug noch angezogen. Hier hinten lag eine Pistole. Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee, ist nichts mehr. Aber der Typ, der gelandet ist, hast du... Scheiße, ich habe nicht aufgepasst, wo der gelandet ist. Scheiße. Ich guck mal hier in das andere Gebäude rein. In das Gefängnisgebäude. Hä, hey, was bietet denn hier? Die Granate. Ach so. Scheiße, jetzt kann ich das Gebäude durchsuchen. Ah, hier liegt Zeug. Was ist das? Oh, eine Mütze. Klasse. Und ein Hut, Tarnfleck. Buschhut. Klasse. Ey, ich finde die nützlichsten Sachen, die man finden kann. Bist du in dem Haus drin? Ja, ich bin unten in dem fetten, also in dem Gefängnishaus bin ich drin. Oh, hier liegt noch irgendwas. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mit. Munition. Nee, Erste-Hilfe-Kasten. Oh, natürlich sehr praktisch. Hier liegt ein Rucksack, oder was ist das? Ja, ein Rucksack. Ich habe schon mal einen Rucksack. Bist du das? Oh, Junge! Ja, bin ich. Oh, wir müssen aufpassen. Aber hier liegen echt Sachen rum in diesen Häusern. Aber eine Waffe wäre mal nicht schlecht. Hier liegt ganz viel Munition. Toll, hier ist wieder... Ich habe immer Angst, dass wir mich eigentlich sehen. Die Leute müssten mich eigentlich sehen. Boah. Pionieranzug. Taktische Weste. Nehme ich doch mit. So, dann sehe ich wenigstens gefährlich aus. Nur wenn ich keine Waffe habe. Geht das hier auf? Nee. Was ist denn hier? Munition, hast du gesagt? Ja, wir müssen uns dann hier verschalten. Also, wenn die dann aus der Forschungsstation runterkommen, haben wir echt das Problem. Ja, was liegt denn hier alles auf dem Boden rum? Nur Mist. Das braucht doch kein Mensch. Ganz ehrlich. Ich kann es doch nicht mal aufheben. Hey! Oh, Scheiße! Was? Wo? War hinter uns, oder was? Ja, war hinter uns. Und er hat alles schon geholt gehabt. Scheiße, ich glaube, ich habe dich getötet. Nee. Nein! Ich bin tot, du auch? Ne, natürlich, ne, der war glaube ich hinter mir, hat dann durch mich durchgeschossen. Luca! So ein Scheißspiel! So ein Scheißspiel! Dann geht's jetzt los. Okay, Leute. Ich falle im freien Flug, da ist es schön. Ich hab's wieder im Blick. Ich nicht, aber da hinten, lol. Okay. Da, wie gesagt, ist das daneben, ne? Das Haus. Scheiße, ich mach meinen Parachute lieber mal auf. So, schnell. Ich bin jetzt drinne. Guck mal. Was, guck mal? Ich bin in der Gruppe drinne. Hey, na eben, was für eine Gruppe sind wir denn drin? Ja, egal. Also, da nicht das... drin. Da ist ein Nackter vor mir. Scheiße. Der ist ein Stück vor mir noch. Ich bin über dir. Und da ist halt so ein Nackiger vor mir. Oh Gott, scheiße. Wenn ich wüsste... Du hast die Waffe in dem Haus gefunden, ne? Ich versuche da in das Haus zu kommen, vielleicht. Ach, scheiße, ich lande zu weit unten. Ach, kacke, wird er zu spät geöffnet, ein Fallschirm. Damit. Dann wird er wahrscheinlich eher im Haus sein als ich. Guck mal. Oh Gott, ich lande übelst weit unten. Ah, das ist natürlich echt nicht gut. Aber warte mal, ich sollte vielleicht nicht immer nach vorne drücken, sondern ich könnte ja auch. Ne, geht nicht. Der ist direkt neben mir. Kann ich einen Stein nehmen, den erschlagen oder sowas? Bremsen, landen. Da ist noch einer. Oh Mann, warum landet der nicht? Was ist hier los? Jetzt. Oh mein Gott, schnell. Los, Tenshi, lauf doch. Oh Gott, jetzt läuft der nicht. Oh Mann, ist so steil oder was? Los, lauf. Oh Gott. Oh, das war ein beschissener Start. Da landet noch einer. Bist du das gewesen? Ah, ich bin im Busch gelandet. Oh fuck, ey, die sind schon da. Die sind schon ins Haus gegangen. Oh, ich sehe schon, wir werden schon wieder erschossen, wenn ich jetzt da hingehe. Die sind ins Brickhaus reingegangen. Ich versuche schnell in die Kaserne reinzukommen. Oh, schnell, lauf. Schnell rein, bevor die sich... Noch höre ich keine Schüsse, also hat sich da wahrscheinlich noch keiner was aufgehoben. Ich laufe jetzt so lange, bis ich schnell eine Waffe hier finde.
Vielleicht ist ja erst in der nächsten Etage eine Waffe. Ich gehe mal gleich eine Etage höher. So, ich bin in der Etage höher. Okay, hier, es kann doch keiner sein. Hier liegen, die liegen nur scheißelig hier rum. Genau wie vorhin, nur irgendwelche Munitionspakete oder was es sein soll. Ah, Gott. Hier liegt gar nichts. Oh shit, bist du das? Nein, ich bin noch gar nicht da. Oh fuck, ey, wenn der jetzt eine Waffe hat, bin ich am Arsch. Scheiße, es sind ein Haufen Leute, die hier was suchen. Fuck, fuck, ey. Warum liegt denn hier nur Mist auf dem Boden? Ich weiß noch nicht mal, was das ist für ein Mist. Oh, scheiße, ey. Hier liegt nur Mist. Na, keiner hat was gefunden. Hier liegen auf dem drei Leute rum. Die nichts finden. Scheiße, ich hau ab. Wo bist denn du jetzt? Ich bin unten. Die rennen alle weg. Die rennen gerade alle weg. Bist du jetzt ins Brickhaus reingerannt? Ja, bin ich gerade. Na, bist du noch vor der Tür? Kommst ja, ich komm gar nicht rein. Ja, dann bist du das. Ich bin hinter dir. Komm, lass uns hier weg. Die haben alle schon durchsucht. Kannst du vergessen, dass du noch was findest, großartig. Also ich habe mir jetzt noch gar nichts aufgehoben, einfach weil da lag zwar ein paar Leuchtmunition. Toll, Munition liegt hier rum. Ich habe noch nicht mal einen Rucksack gefunden. Scheiße, wo bist du jetzt hingerannt? Ich bin im Haus drin. In welchen? Ich stehe hier vorne vom Platz. Vorderplatz. Du stehst hier einfach frei rum, bist du verrückt? Ja, hier bin ich an den Containern. Ja, die sind alle schon weggerannt zum nächsten Haus. Wir müssen uns jetzt verpissen hier. Also waffentechnisch gibt's ja nicht. Die sind da hoch, sind welche gerannt. Ja, ist halt problematisch, wenn wir nicht wissen, wo wir jetzt noch... Habe ich gerade ein Geräusch? Die Ballon da oben, scheiße. Lass uns mal nicht da hochlaufen. Lass uns mal ein bisschen länger überleben jetzt einfach mal. Einfach ein bisschen länger überleben. Vielleicht finden wir ja auch... Ah, die ist alles so offen hier, scheiße. Oh Gott. Ich habe Angst. Vor allem da oben ist ja noch die Forschungsstation. Die sind gerade mit sich selbst beschäftigt. Nicht mit uns. Oh, du hast da einen schönen Anzug an. Da unten ist Wald, ne? Das ist vielleicht ganz praktisch. Ist ja die Frage, ob wir auf den Hügel gehen oder ob wir da erstmal in den Wald ein bisschen reinrennen. Oh Mann, ey. Wir haben keine Chance. Hallo? Hallo? Wir haben keine Chance. Ja, Flex, wir spielen gerade. Wir sind gerade mit einer Aufnahme. Wir machen gerade eine Runde und sterben. Ich gebe Flex gleich mal den Link, dass das machen kann und dann kannst du ja auch kommen. Ich lege mich an meinen Busch rein. Also nicht, dass ich störe. So. Scheiße, ich hab den Link nicht mehr. Ich spiele hier gerade. Wo bist du jetzt gerade? Wo bist du gerade? Ich habe mich in den Busch reingelegt. Ja, klasse, jetzt habe ich dich verloren. Das ist ja tolle Sache. Jetzt nicht sagen wir, dass du dich irgendwo in den Busch reinlegst. Hab ich doch. Nee, du hast gesagt, ich gebe dir den Link, ja. Und ja. Oh mein Gott. Wo bist du denn? Weil da bist du, ja, ich sehe dich. Lauf einfach hier. Hier stehe ich, hier am Busch. Hinter dir. Ja, jetzt genau. Ja. Oh, Lunge! Das nervt mich. Ja. Hinter mir. Ich drehe mich um. Ja, da wollte ich permanent. Aber drüben ist da irgendwas? Battle Royale. Oh, ey. Ein Fernglas wäre nicht schlecht. Das macht so Laune, das Spiel. Das laufst du gar nicht. Oh, scheiße. Psst. Ein Helikopter? Scheiße, hat hier jemand ein Helikopter? Nee, ist das ein Fluggerät? Ja. Alter, scheiße. Ich leg mich erstmal automatisch hin, du. Ach du Scheiße, ey. Survival Program? Was ist das? Ja, warte, ich erklär's dir schnell. Wir sitzen alle in einem Flugzeug, so irgendwas mit 30 Leuten, dann werden wir rausgeschmissen mit Fallschirm und dann landen wir auf Stratis und dann müssen wir Waffen suchen und gegenseitig abknallen. Ja, das bin ich immer noch. Ey, nehm den Alternativ-Link, der steht weiter unten. Achso, okay. Da hinten, guck mal, da hinten ist eine Station, da hinten ist eine Station, da hinten. Hangar Games, so, ne? Ja, genau. Hangar Games, genau. Nee, jetzt ein Fernglas. Alter. Jetzt ein Fernglas, ey, scheiße. Alter, Date, ja. Jetzt, Download. Ja. Jetzt. 290. Ja, ist okay. Wollen wir da rüber gehen? Was? Du redest gerade in-game. Was? Wieso red ich in-game? Weil du es kannst. Ja. Lass mal doch wie? Was hat man da für Waffen? Gar nichts. Alles, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir haben noch nie was gefunden. Scheiße, da ist irgendwie. Was ist denn? Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Muss man sich also auch einsammeln und finden. Gibt Fahrzeuge, ja. Wollen wir da hinlaufen? Ja, ich bin ja. Ich habe gerade noch den Flugvieh gesehen da. Das hört sich ja schon wieder fast doof an. Wie bitte? Ihr habt keine Waffen? Nein. Ihr läuft da rum und lasst. Ja, aber so ist das doch in Hangar G. Du landest, du musst Waffen finden und dann die Gegner abknallen. Ich spiele das noch nicht lange. Da ist ein Quad. Scheiße, ist das eine Falle oder steht hier ein Quad? Oh, scheiße, da oben. Der Scheiße, der fliegt immer noch hier rum, ne? Oh, der hat uns gesehen, glaube ich, oder? Kommt der zu uns geflogen? Da sind keine drin, da sind keine Flugzeuge hier. Okay, los, jetzt schnell. Holen wir uns das Quad.
Hoffentlich ist keine Falle von irgendjemandem. Ich renn mal weiter zu diesem Abschluss da oben. Kannst du ja hinterherfahren. Okay, wo soll ich hinfahren? Wir haben jetzt wenigstens eine Waffe. Können wir wenigstens die Leute überfahren. Scheiße! Das Flugzeug ist schon wieder da. Ja, das macht nichts, das Volk werft nur Sachen ab. Ja, aber ist es kein Spieler? Nein. Mann, das hört sich so nach Rust an. Nee. Oh, bist du fertig? Ich hab Wechselkasten gefunden. Natürlich in Hammerstyle. Da liegt was, da liegt doch was. Da liegt doch was. Hier, was ist das? Ein Helm oder was? Nee, das ist ein Schädel, okay. So, komm. Ich hab Erste-Hilfe-Kasten gefunden. Lass mal weiter, ich renn lauter hoch. Ja, nicht so fahren, oder wie? Kannst auch fahren. Ja, guck ab und zu mal, zoom ab und zu mal hier. Nicht, dass die da irgendwo da oben in den großen Militärstützen. Da oben ist einer! Ja, weg! Wo genau weg. Ist der? Der oben rechts steht ja. Auf dem Turm. Ist er doch auf dem Turm. Oder wollen wir versuchen hinzukommen? Ich bin schnell. Ja, mach mal, schaltest du am Fahrzeug irgendwo ab, du bist so laut. Ja, ich weiß. Der soll Angst kriegen. Ich kann ja ablenken. So, wenn ich im Turm, unterm Turm bin, kann er mich so schnell nicht mehr erwischen. Dann muss er erst da rauskommen. So, ich bin unten drunter. Ich auch. Aber ich glaube, hier gibt's keine Waffe mehr. Scheiße, wenn der jetzt rauskommt, bin ich am Arsch. War da wirklich einer? Hundertprozentig? Ja, ich hab was gesehen. Ich guck mal, ich geh mal hoch. Nee, der knallt dich ab. Nee, geh nicht hoch. Steig auf und wir hauen ab. Nein, wir brauchen Waffen. Ja, aber wenn da einer ist, ne, dann... War's das. Vielleicht bist du tot. Und? Bist du schon tot? Ah, du bist jetzt da oben, okay. Und? Oh, auf der Karte wird markiert, wo gebombt wird. Da wird gebombt. Wo sind wir? Oh. Ich hab doch gut. Oh. Bist du tot? Ja, Alter. Ich hab dir gesagt, ich geh nicht da hoch. Das war mir schon klar, dass da rum einer ist. Ja, und dann hab ich... Und warum bist du dann hin? Du verrückter Hund. Wir hätten doch wirklich einfach nur schnell uns einstecken sollen hier. Und dann wären wir weggefahren. Tja, dann, liebe Zuschauer, werde ich jetzt erstmal alleine weiterfahren. Oh, hier liegt noch irgendwas, oder? Muss echt aufpassen wegen dem Typen da oben. Ich glaube, der sieht mich von hier. Ja, das ist eine schützerische Weste, da kann ich gut gebrauchen. Schnell, duck dich doch! Oh, manchmal ist die Steuerung so für den Arsch. So, schnell irgendwas einsammeln. Verbandskasten, da kann ich natürlich nicht mitnehmen, aber die Weste würde ich gerne haben. So. Na, nicht als Passagier einsteigen, ach du Idiot. So, jetzt schnell weg hier. Soll er da rumballern, wie er will, ist mir egal. Da ist ja noch ein Quad. So, ja, Krimi ist tot. Bin alleine noch unterwegs. Das ist halt echt eine Frage, ne? Kann ja Sinn, dass die sich überall schon verkämmt haben, die Schweine. So, das heißt, wir müssen jetzt echt aufpassen. Ich fahr mal hier runter. Ja, wissen wir schon mal, dass sich da jemand verkämmt hat. Aber soll er sich da verkämpfen? Soll er versauern, verdursten oder irgendwas? Was weiß ich. Doch, egal was. Na, ich habe eine Presserüstung. Ich bin bloß Presse. Ich dokumentiere das Ganze bloß. Kannst ja hingehen. Oh oh. Was ist das da? Ein Auto? Oh, das ist ein richtiges Auto. Ein richtiges Offroader-Ding. Steht hier einfach so rum. Einfach ein Offroader. 9 sind schon tot, 26 sind's noch. Ist ein Offroader. Ich nehme jetzt natürlich den Offroader. Der scheint mir ein bisschen sicher zu sein. Vielleicht hat der was im Inventar, habe ich noch. Ne, hat er leider nicht. Egal, ich nehme den Offroader. Und fahr damit weiter. Aber das heißt, in der Ecke war noch keiner. Weil das Ding hätte bestimmt sich jemand geholt. Außer natürlich Survival und so. Will man natürlich nicht so auffallen. Aber ich fahre jetzt einfach mal ganz krass da in die Stadt da rein. Ist noch ein Quad. Und hoffe einfach, dass hier mal keiner ist, weil da oben ist schon wieder so eine Militärbasis, ey. Schon wieder so ein Turm, wo bestimmt einer drinnen sitzt. Ach, was ist denn jetzt los? FPS-Einbruch, so. Komm, eine Waffe. Oh, toll, liegt nur... Oh, da eine Waffe? Ich glaube, das ist eine Waffe. Ich hab eine... Nein, was ist das denn? Oh nein, das ist ein Visier oder was? Toll, ich habe ein Visier bekommen. Yay, damit werde ich sie alle tot visieren. Oh Mann, so ein Scheiß. Was liegt hier rum?
Das sieht wie Munition aus oder irgendein Kit oder so. Komm, schnell mal in das Haus reingucken. Alter, hier wird übelst gebombt. Was ist das? Oh, sieht aus wie eine Batterie oder was das denn soll. Erste Hilfekasten. Oh, ein Schalldämpfer, den brauche ich natürlich auch. Ganz wichtig. Ein Schalldämpfer ist immer gut. Oh, hier ein Rucksack. Den nehme ich natürlich gerne mit. Was haben wir hier? Oh, ein Kampfanzug. Militäranzug, urban. Ich mache den Kampfanzug. So. Ich sehe schon richtig gut aus. Nur wehren kann ich mich noch nicht. Aber Hauptsache, ich sehe schon mal gut aus. Ich versuche mal auf den Militärschützpunkt hochzukommen. In der Hoffnung, dass da keiner ist. Wenn ja, dann werde ich das gleiche Schicksal erleben wie Krimi. Wir werden es sehen. Ist vielleicht nicht das Klügste, ne? Mit so einem Offroader rumzufahren. Ach, da unten ist ja das Flugfeld. Oh. Ja, dann werden hier bestimmt ein paar Leute sein. So, auf den großen Turm sehe ich jetzt noch niemanden. Aber hier steht... Oh, hier schießt was auf mich. Oh, 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 hier schießt was auf mich. Ach, hier ist auch ein SUV. Ich glaube, das gehört den Typen. Scheiße. Tot? Nee, nee, noch nicht. Wir haben ja auch nicht geschaut. Oh, der schießt immer noch was auf mich. Ich versuche gerade irgendwie wegzufahren, aber hier ist eine richtig steile Bucht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, wie fährt der denn, ey? Das ist so unrealistisch. Oh Gott. Das kannst du ja auch gerade beurteilen. Ja, ich glaube, das kann man beurteilen. Also, bei so einem Grat und dann so ganz komisch. Oh, oh, wenn ich hier runterspringe, bin ich bestimmt tot. Ah, ah, was ist denn jetzt los? Ach, wieso ist er da hoch? Oh, Schwein gehabt. Ich hab's. Oh, ey. Kann ich mich selbst verarzten? Nee. Hab ich nicht vor uns ein Paket gehabt? Und? Das war in der Runde davor. Oh Gott, ey. Jetzt bin ich in der Stadt hier unten. Hier wird es bestimmt richtig krass abgehen. Hier steht schon wieder ein Auto rum. Sieht er mich von da oben? Ich hoffe nicht. Nicht, dass er jetzt Jagd auf mich macht. So, ist hier was im Inventar? Kann man hier im Inventar überhaupt was finden? Bei den Autos. Das weiß man ja nicht. Oh shit. Wie fährt ein Quad? Ich habe gerade ein Quad gehört. Oh oh. Scheiße, haben die mich gesehen? Wenn ja, bin ich jetzt am Arsch. Oh oh. Ich sehe nichts. Wo sind die? Oh Gott, ich bin tot. Ich habe es jetzt schon versagt. Nein, die wissen, wo ich bin. Ich habe nichts getan. Ich bin friedlich. Nein. So ein Scheiß, ey. So ein beschissenes Spiel. Wie kann man sowas überhaupt spielen? Weißt du, alle haben so Waffen. Jeder beschissene Wichser hat hier eine Waffe. Nur ich nicht. Das dritte Mal schon. Gut, Leute, dann war es jetzt erstmal für die Folge. Und ja, in der nächsten Folge von diesem wunderschönen Spiel werden wir hoffentlich mal jemanden umbringen. Schön ins Gehirn scheißen und so. Ja, ich habe scheißen gesagt statt schießen. So, also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.